Es ist die höchste Geldstrafe, die in Europa je verhängt wurde. Neben der Deutschen Bank sind mehrere internationale Großbanken betroffen. Darunter wohl auch die britische Barclays Bank, die Royal Bank of Scotland, JP Morgan Chase und die Citigroup. Sie alle sollen Referenzzinssätze wie den britischen Libor manipuliert haben. Und zwar meldet jede einzelne Bank dem britischen Bankenverband die Zinsen, mit denen sie anderen Instituten Geld leihen. Der Verband berechnet daraus den allgemeingültigen Libor-Zinssatz. Manipulationen waren bislang einfach. Banker, die sich vor der Zinsmeldung untereinander absprachen, konnten auf Kosten anderer große Gewinne einstreichen. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung sollen Großbanken außerdem im großen Stil Währungskurse manipuliert haben. Und zwar in der Absicht, den Kurs zu einer bestimmten Uhrzeit zu beeinflussen. Mit diesem Wissen können Banken Wetten abschließen. In London sollen Banker schon beurlaubt worden sein. Internationale Ermittlungen laufen. Auch die deutsche Bankenaufsicht BaFin ermittelt.